Ja, heute geht es mal wieder ein bisschen um Steuern, beziehungsweise ja weniger Steuern, sondern eher Messen, nämlich um den sogenannten Volkszähler. Wer meine Videos geguckt hat, den wird das Ganze eventuell das ein oder andere Mal begegnet sein. Aber diesmal möchte ich dann von ganz von vorne sozusagen anfangen und eine kleine Installationsanleitung machen. Zuerst mal, was ist der Volkszähler? Nun, der Volkszähler ist eine Web-Applikation und die sieht dann ungefähr hier so aus. Man kann da diverse Sensoren einlesen, zum Beispiel elektrische Energie, sprich Stromverbrauch, Temperaturen und so weiter und so fort. Das wird dann in hier so einer grafischen Darstellung reingemacht und das Ganze, ja, kennt man vielleicht. Aber Volkszähler hat halt ein paar schöne Sachen, zum Beispiel kann man hier entsprechend durchziehen, reinzoomen, man kann rauszoomen, kann sich hier für die letzte Stunde, den letzten Tag, Woche, Monat oder gar für das ganze Jahr entsprechend die Statistiken hier anzeigen lassen. Je weiter man zurückgeht, desto länger braucht's natürlich. Und ja, so kann man dann schön seinen Stromverbrauch beispielsweise oder die Temperaturen im Auge behalten. Ich habe das Ganze hier bei mir daheim zum Beispiel im Einsatz, auch für Temperatursensoren. Damit habe ich die ganzen Raumtemperaturen entsprechend immer im Blick. Und auch meine Solaranlage oder mein Stromverbrauch aus dem öffentlichen Stromnetz. Der läuft alles in meinen Volkszähler rein hier daheim. Und entsprechend kann ich mir das schön angucken. Ja, was braucht man für den Volkszähler? Generell erstmal Sensoren, aber da werde ich jetzt nicht drauf eingehen, sondern ich werde jetzt erstmal auf die reine Web-Applikation eingehen, wie man die einrichtet. Das heißt also, wie man hier so ein System bekommt, wo man am Ende Sensoren anbinden kann. Wenn wir auf der Volkszählerseite gehen, gibt es einen schönen Button Download und entsprechend hier oben eine Installation der Middleware Volkszähler. Da gehen wir rein und hier werden uns schon die Voraussetzungen genannt, nämlich PHP zusammen mit einem Apache oder einem Nginx oder irgendeinem anderen. Es muss mindestens Version 5.3.3 sein, denn die setzen auf den sogenannten Composer und der kann erst ab 5.3.3. Dann wird benutzt Doctrine 2.0.1, eine SQL-Datenbank. Üblicherweise nutzt man MySQL. APC steht hier jetzt noch drin. Kann man heutzutage eigentlich vergessen, weil APC gibt's glaube ich gar nicht mehr bei den aktuellen PHP-Versionen. Das ist da schon integriert. JPGraph ist eine schöne Sache, dann kann man PNG-Grafiken direkt erzeugen und Mod Rewrite hilft auch immer. Wenn man Debian hat, dann hat man Glück, dann kann man sich nämlich den ganzen Befehl hier rauskopieren und genau da werde ich auch drauf eingehen, wie man das Ganze unter Debian installiert. Ein Hinweis muss ich noch geben und zwar gibt es viele Leute, die setzen das Ganze auf dem Raspberry Pi ein. Dafür gibt es eine fertige Distribution, die findet man auch hier irgendwo bestimmt unter Downloads. Ich habe besser nachgeguckt, aber wenn wir nach Raspberry suchen, ja, dann werden wir da definitiv fündig Volkszähler auf einem Raspberry Pi installieren. Und hier gibt es ein fertiges Image. Das kann man einfach sich auf eine SD-Karte draufziehen und dann hat man einen fertigen Volkszähler auf seinem Raspberry laufen. Warnung von meiner Seite, so ein Raspberry Pi hat jetzt nicht unbedingt viel Leistung dahinter. Das heißt, wenn man viele Sensoren anbinden will oder größere Statistiken generieren will, ist das Ding ein bisschen zu langsam, also ich würde da etwas anderes benutzen. Aber gehen wir mal wieder zurück zu unserem Debian. Hier haben wir den ganzen Befehl und ja, packen wir uns mal unsere virtuelle Maschine. Wie man die installiert, hatte ich in einem vorherigen Video gezeigt. Müsste eigentlich hier irgendwo verlinkt sein. Und hier gehen wir dann erstmal ein, apt-get install, git core, libapache 2, mod php5, sodass wir php haben, php5 cli, das ist die Konsolen, um Konsolenapplikationen in php auszuführen, entsprechend auch mysql, apc, wie gesagt, lasse ich weg, wüsste ich nicht, wofür man den hier noch braucht, denn ein Caching hat php inzwischen eingebaut, und mysql server sowie mysql client. So, haben wir alles? Ich denke schon, also Schuss! Und dann tippt man das Ganze noch richtig und dann funktioniert das höchstwahrscheinlich deutlich besser. Genau. Da haben wir 36 neue Pakete. Einmal kurz bestätigen und sich aufregen, weil das Ding auf IPv6 springt und ich kein Routing dafür eingetragen habe. Sekunde. So, IPv6 ist gefixt und dann funktioniert das Ganze natürlich auch deutlich besser. Er lädt jetzt die Pakete runter und installiert uns alles passend.
So, jetzt fragt er uns nach einem Kennwort für den MySQL-Root-Benutzer. Das heißt, hier können wir uns wieder ein schönes Kennwort ausdenken, um entsprechend diesen SQL-Server, also die Datenbank, abzusichern. Zweimal natürlich. Und dann geht die Installation in Ruhe weiter. So, wenn die Installation fertig ist, können wir weitermachen. Was ich jetzt gerade noch mache, ich habe gesehen, phpMyAdmin ist nicht dabei. Das ist eine Verwaltungsoberfläche, entsprechend um die MySQL-Datenbank einfacher im Browser zu verwalten. Machen wir auch gerade mit drauf. Ja, für Apache 2, den haben wir installiert. Und auch die Datenbank richten wir direkt ein. Hier muss man dann, ja, gute Frage. Es scheint so, also administrative Datenbankbenutzer müsste der Root sein, also das Kennwort, was wir eben festgelegt haben. Ja, und dann können wir hier das Anwendungspasswort für phpMyAdmin festlegen. Wenn man es freilässt, wird automatisch ein zufälliges generiert. Hört sich gut an. Lassen wir es frei. So, Installation soweit okay. Wenn wir jetzt auf die IP gehen, mit dem Browser, mal schauen. Yep, dann, ne, wo ist der Vollbild? Genau, hier haben wir entsprechend den Server. Ich habe jetzt die IP eingegeben. In meinem Fall IPv6, funktioniert natürlich auch genauso per IPv4. Dann sehen wir hier die Debian-Standardseite, it works, und wenn wir sagen schräger phpMyAdmin, dann kommen wir auch in den PHP, in diesen Management-Modus für MySQL und können uns hier sogar anmelden. Genau, hier sehen wir schon, keine Datenbanken, klar, ist ja auch gerade erst frisch installiert, aber phpMyAdmin läuft, das heißt, der Webserver ist okay, die Datenbank ist okay und PHP ist okay. Ja, okay, gucken wir uns mal weiter an, was in der Anleitung steht. Richtig? Ja, und wenn wir hier schauen, dann gibt es hier ein Install-Skript und das ist die empfohlene Installationsmethode. Nun, meine Antwort könnt ihr euch wahrscheinlich denken, benutzt sie nicht. Die Install-Methode mit dem Skript hier, das ist zwar eine schöne Sache, weil das macht quasi alles für euch. Das lädt die entsprechenden Voraussetzungen runter, konfiguriert das meiste schon mal vor, aber es hat leider einen kleinen Schönheitsfehler. Nämlich, wenn wir hier reinschauen, können wir das... Dann sehen wir hier, dass die TAR-Datei oder eine TAR-Datei benutzt wird von GitHub. Das heißt also, das Skript lädt ein fertiges Archiv herunter und benutzt das zum Installieren. Das funktioniert natürlich einwandfrei. Allerdings habt ihr dann auf der Festplatte kein Git-Archiv, kein Git-Repository. Wer mit Git gearbeitet hat, weiß, worauf ich hinaus will. Wenn man später updaten möchte, dann ist eine Installation hier mit diesem Install-Skript weitaus schwerer abzudaten als eine manuell gemachte. Deswegen überspringe ich hier diesen ganzen Abschnitt und gehe direkt zur manuellen Installation. Außerdem, hey, wir sind doch Profis. Richtig, machen wir ohnehin manuell. So, ich steige allerdings mal kurz auf SSH um, weil das ist irgendwie einfacher wahrscheinlich. Dann kann ich nämlich schön kopieren. Als erstes klonen wir uns entsprechend unser Git Repository. Und zwar nach var www.volkszähler.org. In schräger var www, da liegen unsere ganzen Webseiten drin. Hier haben wir zum Beispiel die index.html. Das ist diese, ja, Willkommensseite, die wir eben gesehen haben. Hier dieses It Works. So, hierhin klonen wir, wie schon gesagt. Dauert dann einen Moment. Er lädt die kompletten Dateien jetzt einmal runter. Und der nächste Befehl, der heißt dann im Prinzip, dass wir den Inhaber hier verändern. Was das mit dem sudo soll, weiß ich nicht, weil das git-clone funktioniert auch nicht ohne sudo. Also, whatever. Die Anleitung braucht wohl nochmal eine kleine Überarbeitung. So, als nächstes schalten wir mod rewrite ein. Enabling module. Yep. Wir sollen den Apache neu starten. Machen wir später. Wir haben eh noch ein bisschen was zu ändern. Und zwar ist jetzt die Frage, was tun wir? Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen hin und ändern unsere Webseite. Das heißt, wir gehen in die etc Apache 2 Sites Enabled 000 Default. Hoppala, kein Wim. Sekunde. So, viel besser. Hier steht nämlich drin, dass unser Hauptverzeichnis schräger var schräger www ist. Beziehungsweise hier oben. Das ist die Angabe. Die können wir jetzt natürlich ändern auf das Volkszählerverzeichnis. Das ist das, was hier entsprechend erwähnt wird. Ich denke, das werden wir hier auch tun. So, wir ändern also hier das von www auf www.volkszähler.org htdocs.
sinnvollerweise mit dem Schrägstrich dazwischen. Und hier haben wir noch eine Änderung zu machen. Und zwar haben wir hier jetzt den stehen Allow Override None. Das heißt, wenn wir in unserer Applikation irgendwelche Vorgaben machen, das was geändert werden soll an der Konfiguration, dann tut er das nicht. Das wollen wir aber machen. Also ändern wir auch das ab, wie in der Anleitung steht. Und zwar soll er die File-Info, Limits, Optionen und Index, also quasi ja so ziemlich alles ändern können. Das Ganze speichern wir und dann geht's weiter in der entsprechenden Konfigurationsanleitung, nämlich mit dem Composer. Ja, der Composer, das ist gute Frage. Was ist der Composer? Gucken wir mal nach. Das ist ein Dependency Manager for PHP. Das heißt, das ist ein Skript sozusagen, welches dafür sorgt, dass eure Abhängigkeiten alle da sind. Jo, gut. Viel Auswahl haben wir ohnehin nicht, von daher laden wir einfach hier den Composer herunter. Das machen wir sinnvollerweise in einem Verzeichnis, wo nichts kaputt gehen kann. Machen wir unter usr/src einen neuen Pfad Composer und führen das aus. Was nicht geht, weil Curl nicht installiert ist, installieren wir das und fügen es gleich noch in die Anleitung rein. So, also nochmal. Und da sieht er schon besser aus. Und was er jetzt gemacht hat, ist hier in dem Verzeichnis, wo wir gerade waren, eine composer.par-Datei oder wie auch immer man das ausspricht, angelegt. Vermutlich soll es irgendwie PHP-Archive oder so heißen. Das Ganze kopieren wir nach usr/local/bin/composer. Und setzen das Executable Flag. Einfach hier rauskopiert. Sollte wohl stimmen. Was haben wir hier noch? Abhängigkeiten laden. Das heißt, wir sollen Composer Install eintippen. Funktioniert das? Could not find Composer.json File. Na, kein Wunder. Denn da haben wir auch noch eine Zeile vergessen. Ups. Ja, kopieren sollte gelernt sein. Im Verzeichnis Volkszähler.org, da machen wir eine Composer Install und jetzt legt er los. Jetzt lädt er nämlich die kompletten Voraussetzungen, die wir für dieses Volkszähler Webinterface brauchen. Das heißt in diesem Fall beispielsweise hier diese ganzen Doctrine und Symfony Sachen herunter und installiert die auch. Und ja, auch jpgraph ist ebenfalls mit dabei. Dauert alles eine kleine Zeit. So. Der Composer ist fertig, das heißt, wir können jetzt weitermachen. Schnappen uns mal wieder die inzwischen aktualisierte Anleitung und gehen über zur Konfiguration der Middleware, also des Webinterfaces. Dazu gehen wir in den Ordner etc, der entsprechend unter Volkszähler.org ist. Und hier wird eine Volkszähler.conf-Template.php mitgeliefert. Das ist also sozusagen eine leere Konfigurationsdatei. Und ja, die kopieren wir uns entsprechend zu Volkszähler.conf.php, also die wirkliche, die am Ende verwendet werden soll. Und diese Kopie passen wir dann an unsere Zwecke an. So, wenn wir hier schauen, dann haben wir hier erstmal den Driver, PDO MySQL. Wir nutzen MySQL, also hört sich richtig an. Host, localhost, yep, unser Datenbankserver läuft auf demselben Host. Und jetzt möchte er hier einen Benutzernamen und ein Kennwort. Haben wir doch gar nicht. Richtig, haben wir gar nicht. Müssen wir nämlich erst anlegen. Das heißt, wir gehen jetzt hier in phpMyAdmin rein, wo wir eben schon mal waren, und klicken hier auf Rechte, neuen Benutzer hinzufügen und erstellen uns hier einen neuen. Den Nutzer nennen wir mal ja, Volkszähler, nur lokal, und wir generieren uns ein Kennwort. Und hier unten wählen wir noch aus, erstelle eine Datenbank mit dem gleichen Namen und gewähre alle Rechte. Das heißt, wir erstellen jetzt nicht nur einen Benutzervolkszähler, sondern auch eine Datenbankvolkszähler und dieser neue Benutzer darf entsprechend darauf zugreifen. Ansonsten brauchen wir nichts, erzeuge Benutzer. Und nach einem kurzen Moment sehen wir dann, hier ist der Volkszählernutzer und theoretisch sollte auch, ja, da ist die Datenbank. Anscheinend aktualisiert er gerade die Seitenleiste nicht, aber die Datenbank ist da. So. Gut, fügen wir das dann mal in unsere Konfiguration ein. Der Benutzer war Volkszähler mit AE. Das Passwort haben wir uns gerade schön hier generieren lassen. Und der DB-Name Volkszähler. Charset UTF-8 ist wichtig. Was haben wir hier?
Ja, ist eigentlich uninteressant, denke ich, der Rest. Aggregation, das schalten wir noch ein. Aggregation heißt, dass er ja zusätzliche Tabellen anlegt, wo er zusammengefasste Werte speichert. Das heißt zum Beispiel einen stündlichen Durchschnitt oder so. Das braucht mehr Platz, also mehr Speicherplatz, aber macht das Webinterface deutlich schneller. Weil es halt vorgerechnet wird und nicht jedes Mal, wenn man irgendwas anklickt, da erst losgelegt werden muss. So, die Zeitzone können wir auch mal gerade auskommentieren, dann ist es auf jeden Fall richtig gesetzt. Farben, Dev Mode, Debug. Sollte alles passen. Speichern wir das. Zurück zur Anleitung. Hier haben wir dann noch entsprechend die Info, wie man hier den Benutzer anlegt. Das haben wir ja schon gemacht. Die Datenbank haben wir ebenfalls schon angelegt. Ja, was wir noch nicht gemacht haben, ist das Tabelle anlegen. Das ist ein bisschen schwerer, weil dummerweise gibt es keine SQL-Datei, die wir ja einfach so importieren können, hier über das Webinterface. Einfach hier klicken und Datei auswählen. Das geht nicht, weil wir müssen die erst generieren lassen von diesem Doctrine-Zeugs-Gedönse. Wie auch immer. Nun gut, hier wird mal verwiesen auf MISC-SQL und da gibt es eine README-Datei. Na, dann gucken wir uns die doch mal an. Nicht in EDC, sondern in MISC-SQL. Und die README, ja, was sagt uns die denn? Die README sagt uns, make sure you have a proper configuration file. Ja, das haben wir gerade. Adjust the configuration to your database setup. Auch das haben wir. Und dann call MISC tools doctrine or... Ja. Gut. Dann tun wir das mal. Müssen wir natürlich vom Hauptverzeichnis ausmachen. Einfach reinhämmern den Befehl. Und jetzt hat er uns hier diese SQL-Datei generiert, wo die ganzen Sachen drin stehen. Da das so wenig ist, machen wir jetzt auf die einfache Tour. Ich kopiere es mal einfach gerade. Dann muss ich mir nicht den Konsolenbefehl raussuchen. Und dann machen wir hier gerade ein SQL. Ich bin ja schon in der Datenbank Volkszähler. Hauen das da rein. Okay. Und da sind wir schon. Ich drücke pur gucken. Hier haben wir jetzt entsprechend die kompletten Tabellen. So soll das sein. Und ja, damit ist unser Volkszähler im Prinzip schon fertig eingerichtet. Können wir mal testen. Nein, können wir noch nicht. Was wir noch machen müssen, was wir noch nicht gemacht haben. Service Apache 2 Restart. Dass die neue Konfiguration auch gültig wird und wir direkt in unserem Verzeichnis landen. Und wenn ich jetzt auf die IP-Adresse gehe, dann lädt automatisch unser Frontend. Und was wir jetzt hier machen können, na ratet mal, das gibt wieder eine eigene